Servus und hallo, liebe 1000 PS-Zuseher. Wir sind hier am Stand der Firma Schubert. Neben mir ist der Thomas Schulz. Thomas, ich muss ganz ehrlich sagen, das erste Mal, wie ich den Schubert-Stand gesucht habe, bin ich glatt daran vorbeigelaufen. Grund dafür ist die neue CI. Seit wann gibt es das? Warum? Wieso? Weshalb? Ja, hallo erstmal. Die neue CI, die gibt es genau seit Beginn der EICMA. Ja, das ist unser neuer Markenauftritt, den wir implementiert haben. Ihr seht, Schubert hat sich mächtig modernisiert in den Farben. Wir sind viel dynamischer geworden. Das ist eine sehr moderne, eine sehr starke Farbe. Wir vertreten unsere Marke einfach komplett neu. Wir stärken unser Image. Wir werden frecher, wir werden moderner. Wir passen uns einfach komplett sozusagen dem Markt halt an und haben alte Schwänze abgeschnitten und haben einfach als Zöpfe, heißt es, die alte Zöpfe abgeschnitten und lassen es hinter uns, ja, die Vergangenheit. Und Schubert ist einfach neu da. Das ist halt hervorragend im Markenauftritt hier auf der EICMA. Wir sind jetzt auch in Italien halt direkt neu vertreten. Wir sind seit Jahren das erste Mal wieder auf dieser Show. Und ich denke, der Auftritt ist uns gelungen, wenn man den Himmel hier sieht. Also alle sind begeistert von dem neuen Markenauftritt von Schubert. Ja, sieht doch wirklich toll aus. Thomas, du hältst es schon in den Händen. Du hast mir vorher so enthusiastisch erklärt. Wir sind fast die Tränen runtergekommen vor lauter Freude. Ja. Kannst du es unseren Zusehern vielleicht auch kurz erklären, was du hier in den Händen hältst? Genau, was ich hier in den Händen halte, ist unser neuer Adventure-Helm, unser E1. Was haben wir gemacht? Das ist einfach, wir haben einen Trend natürlich analysiert. Wir verstehen ja auch, was im Bikemarkt passiert. Ja, und der Trend, das sind die Adventure-Bikes, die auch auf dieser Messe wieder zahlreich und neu vertreten sind. Ich schmeiße noch ein paar Namen in die Runde. Wir können über GS-Familie reden, wir können über die KTM Adventures reden, wir können über die Multistradas oder die neue African Twin und Transalp und was es alles gibt. Also Adventure-Bike ist halt ein Trend. Und wir haben uns halt als Schubert überlegt, ja, dass wir natürlich noch keinen Helm für diese Familie halt haben und dass wir auch einen Dual-Sport-Helm brauchen, den wir bis dato noch nicht hatten. Ja, aber wir haben den Dual-Sport-Helm ganz besonders gemacht, denn wir haben den Look and Feel eines modernen Adventure-Helmes, ja, mit den Funktionalitäten und dem Komfort eines Schubert-Club-Helms kombiniert. Also was haben wir getan? Ja, wir haben einen Helm konzipiert, der dir die Features eines Adventure-Helms bringt, mit dem Peak, mit der zusätzlichen Frontbelüftung, mit der größeren Lüftungsöffnung unten, aber du kannst den Helm halt wie einen Klapphelm öffnen und es ist ein Klapphelm. Du hast den Komfort, ja, und die Funktionalität eines modernen Klapphelms und du schließt und der Helm hat wieder seinen Peak. Was wir besonders gemacht haben, ist, dass der Schirm ist einstellbar. Du kannst ihn auf den Seiten halt entriegeln und kannst ihn halt in drei Positionen, wie du ihn immer fahren möchtest, halt einstellen und wieder arretieren. Und das Besondere ist, der Helm merkt sich das. Das heißt, wenn ich ihn dann aufklappe oder ich klappe ihn wieder zu, geht er in die vorher arretierte Position zurück. Meine Fahrposition, meine Wunschposition ist halt immer wieder da. So kann ich bei tiefstehender Sonne oder wenn ich ein bisschen im Offroad unterwegs bin, den Schirm halt runterbringen und für die Highway, für die Autobahn oder für den täglichen Gebrauch kann ich ihn halt wieder aus dem Sichtbereich rausnehmen und habe wieder meine volle gerade Aussicht. Zusätzliche Feature, wir haben es vorher schon gemeinsam angeschaut. Wir haben das Belüftungskonzept dementsprechend angepasst, ja, natürlich. Ja, also die Kopfbelüftung ist genau auf die Bedürfnisse dieses Schirms halt angepasst. Wichtiges Thema natürlich, was immer viele sagen, wenn du so einen Schirm hast, stört das die Aerodynamik, stört das die Aeroakustik, wie schnell kann ich das denn fahren? Also die von mir aufgezählten Motorräder habe ich alle getestet mit dem Helm. Der Schirm ist auch problemlos im höheren Geschwindigkeitsbereich fahrbar, ohne dass du irgendwelche Nackenkräfte hast, dass du Kickback hast oder dass dir den Kopf wegreißt, wenn du mal zur Seite schaust. Ja? Also der Schirm ist wirklich aerodynamisch optimiert. Ich weiß nicht, wie genau ihr es wisst, wir haben ja schon seit vielen, vielen Jahren unseren eigenen Wind- und Akustikkanal. Der Helm ist dort stundenlang erprobt, der Schirm ist immer wieder korrigiert worden, bis er einfach wirklich unseren Ansprüchen halt genügt. Der Helm ist auf einem Geräuschniveau, wie es von einem Schubert-Klapphelm erwartet wird. Er ist nicht lauter, ist von der Fahrdynamik einfach genial, weil die Teile einfach komplett integriert sind. Ja, wie gesagt, Kopfbelüftung funktioniert gnadenlos gut, ja, auch hinter dem Schirm. Zusätzlich gibt es eine Frontbelüftung, die wir integriert haben, die der Enduro- oder Adventure-Fahrer halt möchte. Ja, die kannst du halt öffnen, um einen direkten Stream in den Mund zu haben, denn wenn ich im Offroad-Einsatz bin, wenn ich stehe auf dem Fahrzeug und arbeite, dann brauche ich einfach mehr Luft. Ja, zusätzlich haben wir als Feature in den Innenbereich dann einen Filter integriert, den ich euch hier zeige. Den Filter kann man halt rausnehmen, den kann man waschen und wieder einsetzen. Den gibt es in verschiedenen Dichten, je nachdem, ob ich vielleicht in der Wüste unterwegs bin, wo mehr Sand rumströmt oder so im Alltagsgebrauch. Unten kann ich den Helm halt weit öffnen. Wenn ich viel Luft brauche, nehme ich den Zusatzwind ab weiter raus, habe hier unten eine maximale Öffnung, dass einfach auch von unten viel Luft halt reinströmen kann. Ja. Sonnenblende ist auch integriert, habe ich vorher gesehen. Ja, natürlich. Also der Helm wird ausgeliefert mit einer montierten Antibeschlagscheibe. Ja,
Wir haben eine voll integrierte Sonnenblende, die bei Bedarf halt runtergeklappt werden kann. Und der Helm ist vorbereitet für unser SRC Pro Kommunikationssystem. Das heißt, in den Helm sind bereits die Antennen integriert für einen Radioempfang und für Bluetooth-Kommunikation. Du brauchst nur den Kragen entfernen, setzt das Kommunikationssystem ein und hast halt einen Vollkommunikationshelm. Thomas, für Schubert ist auch klassisch nicht so eure Genre, Thema Supersport. Da seid ihr ja seit 2011 in dem Segment drin, da gibt es jetzt aber von euch auch was Neues, oder? Ja, genau. Also wir sind ja 2011 in den Bereich Rennsport eingestiegen mit unserem SR1. Damals sehr erfolgreich im Markt platziert. Es gibt viele erfolgreiche Rennfahrer, auch in nationalen Bereichen, die damit unterwegs sind. Jetzt nach vier erfolgreichen Jahren haben wir jetzt dieses Jahr gesagt, also 2015, für nächste Saison müssen wir den Helm überarbeiten. Wir haben eine neue Version gebracht, der Helm heißt SR2. Viele neue Detailfeatures, 2D-Visier mit vergrößerter Sichtfläche, ein überarbeitetes Aerodynamikpaket, ja, ein neues Spoiler-Konzept, ein neues Belüftungssystem. Und was ganz wichtig dabei ist, wir wollen unsere Rennsportaktivitäten halt ausbauen. Ja, der Helm wird in der nächsten Saison im Rookies Cup zum Einsatz kommen. Im Rahmen der MotoGP statten wir den kompletten Red Bull Rookies Cup halt mit diesem Helm halt aus, sodass man auch einfach uns mehr als sportlichen Helmhersteller wahrnimmt und wir unsere Aktivitäten an der Rennstrecke halt durchaus ausweiten. Thomas, vielen Dank für den kurzen Überblick. Der Marc Schubert wünsche dir noch viel Spaß hier auf der Messe. Ja, danke. Ich wünsche euch auch noch viel Spaß. Danke, dass ihr hier wart und immer gerne wieder.